Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video möchte ich euch mal erklären, wie ich es geschafft habe, binnen weniger Monaten ohne die Linie klarzukommen. Bevor das Video startet, nur noch ganz kurze Info. Mir ist aufgefallen, dass 37% aller Zuschauer keine Abonnenten sind, also würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diese komische kleine Fläche da unten, da wo Abonnieren draufsteht, mal grau macht und dann Abonniert da drin steht, denn nur durch eure Hilfe kann ich wachsen und da bedanke ich mich jetzt schon mal für den Support. Also für alle diejenigen von euch, die es noch nicht wissen, ich zocke F1 mittlerweile seit 2010. 2013 und 15 waren die einzigen, die ich nicht ganz so häufig gezockt haben, aber mal eine ganz kurze Geschichte. Ich bin damals ohne Scheiß mit Tastatur und vollständigen Fahrhilfen angefangen. Bin danach auf Controller gewechselt und die Fahrhilfen wurden immer weniger, bis ich dann 2019 All-In gegangen bin und mir einen Fanatec gekauft habe. Und da hatte ich noch die Traktionskontrolle auf Mittel, ABS hatte ich auf Ein und die Ideallinie hatte ich dann auf Kurven. Eins vorab. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch das jetzt merkt. Ich möchte euch natürlich in diesem Video nicht zwingen, diese Linie abzuschalten. Ihr müsst ganz allein für euch selbst wissen, ob ihr sogar ohne Linie unterwegs seid oder ob ihr die Ideallinie in den Kurven, ob ihr die anlasst oder ob ihr dann auch die vollständige Linie noch nehmen wollt. Ich fahre jetzt seit Juni 2019 ohne Fahrhilfen und ich muss ganz ehrlich sagen, die Linie habe ich zuletzt ausgemacht. Das war eher so eine Art Challenge, die ich in meinem Livestream gemacht habe. Und zwar sind wir dann noch F1 2020 gefahren und da habe ich zu meiner Community gesagt, wir machen heute mal Folgendes, wir verzichten heute mal auf jegliche Form von Fahrhilfen. Und ich muss sagen, anfangs war es doch ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so schlimm war das nicht. Also es gibt natürlich ein paar Punkte, die man sich merken kann. Eins vorab, ihr solltet euch auf gar keinen Fall die Bremsschilderpunkte merken, denn wenn die nämlich einmal komplett niedergemäht worden sind, dann stellt man sich die Frage, muss ich jetzt hier bremsen oder da? Ich verlinke euch mal ein Video von Dave Gaming in der Videobeschreibung, das ist sehr gut geworden meiner Meinung nach. Der hat nämlich unterschiedliche Punkte aufgezählt, die wirklich euch dabei helfen, die Linie abzuschalten, wenn ihr das wirklich wollt. Seit Juni 2021 habe ich die Linie nur noch dreimal eingeschaltet. Einmal im Zeitfahren, einmal im Training und einmal in der Qualifikation, sonst nie. Denn ich wollte einfach mal wissen, wie sind denn so die Bremspunkte im Game? Und welche Bremspunkte wiederum habe ich? Und da muss ich sagen, da ist doch ein kleiner Unterschied dazwischen. Ich hatte auch mal eine Playlist auf meinem anderen Kanal, Mike's Formula One Channel, und das hieß Hit the Brakes. Das musste ich aber leider wegen Zeitmangel leider einstellen. Von daher, ja, ich konnte mir auf jeden Fall ziemlich gut merken, wo ich bremsen kann. Anfang der Curbs, Anfang einer Rasenfläche, wo zum Beispiel ein kleiner Weg einmündet oder was auch immer. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr auf gar keinen Fall irgendwelche Schattenpunkte nehmt. Denn die Sonne wandert ja im Laufe der Zeit und deswegen würde ich euch es nicht empfehlen. Ich habe diesen Fehler nämlich auch schon gemacht. Und ich möchte jetzt erstmal speziell einen Menschen loben, der mir wirklich bei dieser ganzen Sache auch geholfen hat. Und das ist nämlich der liebe André S. aus der MXL. Schöne Grüße gehen raus, André. Denn du warst derjenige, der mir gesagt hat, ja hier, da kannst du noch ein bisschen später bremsen. Hier solltest du etwas früher bremsen und so weiter und so weiter. Deswegen, du hast auf jeden Fall auch einen gewissen Anteil daran, dass du mir gesagt hast, wo ich wann zu bremsen habe und so weiter und so weiter. Aber jetzt kommen wir erstmal zum wichtigsten Punkt. Ihr habt es ja im Thumbnail schon gesehen, da steht drinne, dieser Social Media Kanal hat mir dabei geholfen. Wen meine ich damit? Ihr kennt ihn alle, es ist der Instagram-Account mit dem Namen TrackTitan.io. Dieser besagte jemand hilft euch ohne Linie zu fahren, und zwar sagt er euch, wo ihr zu bremsen habt, in welchen Gang ihr zu schalten habt, welche Linie ihr zu nehmen habt, welche Curbs ihr vermeiden sollt und. Ihr seht gerade im Hintergrund hier ein paar Beispielbilder und ich kann ganz ehrlich nur sagen, wenn ich diesen besagten Account nicht gefunden hätte, wäre ich heute noch mit Linie unterwegs. Ich hatte nicht unbedingt vor, die Linie abzuschalten. Ich hatte immer so ein bisschen Schiss davor, dass ich mich verbremse, aber das gehört ja natürlich auch dazu. Erster Link in der Videobeschreibung. Dieser Kanal ist wirklich absolut Gold wert. Danke, dass du diese Post online gestellt hast, denn du hilfst nicht nur mir, du hilfst auch allen anderen, die auf die Linie verzichten. So, liebe Leute, das soll es mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.